Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Und again zurück zum ersten Frühlingstag. Ah, ja. Hey, hallo, mein Name ist Kent, ich bin letztens zurückgekommen aus dem Ausland. Meine Frau meinte, es ist ein neuer Besitzer, während mein Anwesen reingezogen sei. Nun, ich wollte mich nur mal vorstellen. Man sieht sich. So, wir müssen den Tag ja wieder machen. Hi Patrick, danke für den Knochen, bla bla. Danke. Nein, darauf. Ja, Preis für Rohstoffe gestiegen. Und warum haben wir eigentlich noch die Qualitätssprinkler hier? Oh, wir haben das noch nicht umgebaut. Oh shit, da wären wir gestern eh ein bisschen blöd da gestanden. Wir sind hier noch gar nicht so weit, dass wir überhaupt das machen können. Das ist noch nicht umgeackert, das ist auch noch nicht umgebaut. So. Hier hin. Dahin, dahin, dahin. Schon blöd, dass man die Sensor nicht irgendwie upgraden kann, dass die dann größere Reichweite durchgedrückt halten und so, ne? Nein. So, Ma'am. Setzen wir mal daher. Gießen müssen wir es heute schließlich auch noch. Es reicht ja nicht, dass wir das Ganze umackern müssen, die nichts bereit ist. Ah, Mann. Ich glaube, wenn wir den gestrigen Tag auch nochmal neu starten mussten, hat daran natürlich dann keiner mehr gedacht, dass wir hier noch nicht fertig sind. So, also mal die Outlines. So, grüne Bohnen brauchen wir, aka Fisolen. Und wir brauchen natürlich auch den Dünger. Das ist eine ziemliche Menge Dünger. Aber die werden wir auch brauchen, ne? So. Das ist eine neue Aufnahmesession, also habe ich keine Ahnung mehr von den Zahlen. Aber wir haben jetzt 8. Warte, wir haben 16. 16 mal 8. 128, genau. So viel Zeugs brauchen wir mal. So viele grüne Bohnen brauchen wir mal. Oh, on that note. Hi! So, Bohnensetzlinge. Verdammt. Kann man durch die dann eigentlich durchmarschieren? Moment, das müssen wir mal kurz checken. Wenn wir das nicht können, dann ist das die falsche Pflanze. Ich hab, ja, das Ding ist eigentlich noch offen. Ist nicht möglich zu betreten.
Ist ja toll. Okay, dann wären es die hier. 128 Mal. Die kosten ein bisschen mehr. Die machen auch minimal mehr Geld, aber okay. Ich dachte ja zu Beginn, das ist jetzt blöd, weil... weil die in 4 Tagen fertig sind, aber sind ja die Rüben hier und nicht die. So, na, dann nehmen wir einfach mal 20. Ja, Grünkohl brauchen wir, glaube ich. Keine Ahnung. Nehmen wir Knoblauch. Das lassen wir mal so. Haben wir eh genug zum Gießen dann. Jetzt müssen wir die Saat erstmal ausbringen. Und schauen, wie viele Erdbeerpflanzen wir haben, weil wir können ja die normalen Sprinkler dann nehmen für die, eventuell. Ich weiß nicht, wie viele Samen wir haben. Vier. Jo, das reicht für einen normalen Sprinkler. So, aber eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal hier fertig machen. Da lang. Nee, das war nicht. Alter, in die Richtung, du Idiot. So blöd, bei Riesenpflanzen kriegen wir hier keine raus, ne? Geht's ja nicht aus, platzmäßig. Aber ist ja egal erstmal. Wir werden schon genügend Geld machen. Okay, dann machen wir das einzeln. Müssen wir dann unbedingt die Viecher mal rauslassen. Dünger. Die Vogelscheuche muss ja sowieso weg, by the way. Kommst du mal da nach oben. Oh Mann, 128 Dünger. Ich hoffe, ich habe mir nicht verrechnet. Aber müsste eigentlich so sein, ne? So, und jetzt kommen die hier. Die wir dann natürlich netterweise noch gießen dürfen. Für heute zumindest, ne? Mann. Unser Geld ist hart verdient. Was? Nein! Oh! Fuck, Mann! Ja, müssen wir zwei neue holen. Ah, oh, Mann! Das ist doch sicher in der Folge gestern auch passiert, oder? Toll. Heute können wir es nicht mehr kaufen. Es geht sich nicht aus, zeitmäßig. Verkackt. Fangt schon gut an.
Ja, kommt halt raus! Die kommen nicht mehr raus. Ja, das ist dann euer Problem und nicht meins. Geh komm, bitte! Oh Mann. Geht jetzt schon schlafen, um diese Zeit. Ja, gut. Vergiss das einmal. Wir müssen jetzt einmal gießen. Okay, er gießt. Ah ja, passt. Mhm. Gieß daher, du... Ich hasse ihn. Oh Mann. Really? Oh, der macht mich fertig. Bin ich froh, dass wir das nur einmal machen müssen. Aber das da oben ist jetzt natürlich wirklich scheiße, dass wir da zwei Spots frei haben. Wohin gießt du? Das war ein Harvest Moon so viel besser. Die Steuerung. Ah, was will man machen? Ja, noch nicht mal den Rest gepflanzt, ja. Und wir müssen auf jeden Fall heute die Erdbeeren pflanzen, weil die bringen das meiste Geld, auch wenn wir nur wenige haben. Ich weiß noch nicht mal, wie viel sie bringen, aber auf jeden Fall mehr als das hier. Es sei denn, hier würden Riesenpflanzen wachsen, was sie aber nicht tun. Aber Riesenpflanzen verdoppelt sich das Ganze. Wenn alles Riesenpflanzen wären, natürlich. Ne? Keine Ahnung, wie da die Chance ist dafür, aber... Naja, wir sollten die Vogelscheuchen vielleicht anders platzieren noch, zur Sicherheit. Ne? Dass wir da keine Probleme haben. Noch mal eine dahin und eine dahin. Und hoffentlich schützen die alles. So, hier mal wieder Klarschiff. Haben wir die normalen Sprenkler mit? Haben wir nicht mit. Die sind hier, da brauchen wir erstmal nur einen. Den machen wir einfach mal daher. Eins, zwei, drei, vier. Dünger, 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 Dünger. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren und Erdbeeren. Und gießen. So, jetzt brauchen wir noch nur noch mal 80 weitere Felder. So, da kann er noch nicht mehr. Es wird spät. Verdammt. Gut, er macht aber immer 5 auf einmal. Das heißt, wir können schon mal die ersten hier anbauen. Kartoffeln. Okay, so, das war ja schon gedüngt, ne? Gießkanne raus. Das kriegen wir heute gar nicht mehr gegossen, fürchte ich. Eins, zwei, drei. Achso. Was mache ich mir noch? Meine Angst schon wieder. Jetzt haben wir überhaupt keine Fissolen anbaut.
das Gießen und der Knoblauch muss halt noch warten. Oder das wird halt nichts mehr, das wird nämlich schon spät. Das war ja mal ein arbeitsreicher Tag. Der erste Frühling. Ja? Und er gießt wieder irgendwas. I hate you. Was gehst du hin? Ah, gleich Chaos da auch mehr, also könnte man eh nicht alles machen. Du bist langsam erschöpft, was du nicht sagst. Oh Mann, der erste Tag war mal nicht sonderlich erfolgreich, ne? Knapp unter 800 verdient. Sagt die Zeit aktuell. Es regnet. Das ist ja schon mal sehr schön. Zeit aber auch ein bisschen. So. So, wir machen einmal hier. 5. Und das sind nochmal 15 und damit haben wir dann endlich alles angepflanzt, bis auf die Dings da oben. Das geht sich hoffentlich eh zweimal pro Jahreszeit aus, aber ich denke schon. So, alles angepflanzt. Da drüben wächst es schon. Es regnet, das heißt, die Viecher sind natürlich wieder drinnen. Ne? Also, da kommen aus dem selber Füttern noch nicht wirklich raus. Und alle sind angepisst, weil sie gestern nichts mehr zum Essen bekommen haben, weil sie gemeint haben, sie brauchen untertags dann nicht rausgehen. Alter. Diva! Auch angepisst. Oh ja, auch die sind angepisst. Das heißt, keine Milch heute. Hat gerade keine Milch. Alter, dann geht's doch raus. Da ist so viel Gras draußen. Oh, ihr macht's mich fertig. Wir bereiten uns zweien wieder für den Winter vor. Ne? So, was fangen wir dann mit dem restlichen Tag an, nachdem es regnet? Wir könnten mal zu Robin gehen und ein weiteres Silo beantragen. Beziehungsweise auch mal wieder unser Inventar ausleeren. Wir haben so viel Zeugs mit schon wieder. Ach ja, das waren ja nur 3, da hat ja schon wieder eins gefehlt. Ne? Hallo Patrick, ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, okay. So, weg, 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 weg. Was gibt's noch? Patrick, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie aber jetzt zu einem fairen Preis oder sage. Genau, ne? Fairer Preis. Hi Patrick, solltest du mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen? Vielleicht so gegen 20 Uhr? Ich will dir etwas zeigen. Abby. Oh. Was will sie uns so spät am Abend wohl zeigen in ihrem Zimmer? Pierre, ich hoffe, du verkaufst auch Kondome oder so vielleicht. So, was bauen wir denn noch an? Wir haben ja noch Kapazitäten, wir haben noch 3 Sprinkler.
Und das bisschen, was wir da angepflanzt haben, ist jetzt nicht so viel zum Gießen. Also mit der Goldgießkanne kommen wir da relativ flott durch. Oh, da kommt auch gleich. Wir müssen auf jeden Fall Vogelscheuchen aufstellen, weil sonst haben wir recht schnell ein Problem. Hallo. Hi, Pierre. Blumenstrauß. Oh, 200 nur. Okay, doch günstiger als erwartet. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Fehlen nur noch die letzten beiden Bäume, die wir uns gleich mal aneignen werden. So. Dann nehmen wir... Wir haben insgesamt 12 Felder zur Verfügung. Das heißt, die anderen 3 Sprinkler werden jetzt so die Fisolen für uns gießen. Und wir werden nochmal extra Rüben anbauen, 30 Stück. Was vielleicht nicht ganz so schlau war. Verdammt. Hätte ich vielleicht nochmal nachrechnen sollen. Seitenlänge. Also das ist vielleicht doch nicht ganz so praktisch, wie ich erwartet habe. Im ersten Moment. Egal. Du kommst daher, du kommst daher. Nee, das ist... Da hat man schon wieder fast verkackt. Nein. Daher. Schön auseinander. Problem ist, ich möchte da eine möglichst große Fläche füllen. Und ich habe so das Gefühl, 30 war nicht ganz die richtige Zahl dafür, weil ich mir dachte, naja, okay. Keine Ahnung, wie ich auf 10 mal 3 gekommen bin. Aber das ist ja definitiv nicht korrekt. Oh, man kann da gar nicht mehr durch. Wir hätten das noch weiter auseinandersetzen müssen. Ja. It is what it is. Nein, du isst den Scheißkäse nicht. Käse weg, das weg, das weg. So, Vogelscheuche, die können wir dann gleich mal verwenden. Dachte ich mir. Warum kann der hier nicht wachsen? Gott sei Dank. Das hätte das dann ziemlich blöd ausgeschaut. So, jetzt haben wir auf die zwei hier vergessen, natürlich. Aber egal, wir pflanzen sie einfach mal hier an. Weil wir haben ja eh noch andere. 25 wäre mal ganz gut, weil da können wir 5x5 Seitenlänge machen. So zum Beispiel, ne? Beziehungsweise ist so ein bisschen mehr. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 mal 5. 8 mal 5 sind 40 und wir haben 28. Also müssen wir uns schnell noch ein paar holen, weil Pierre hat morgen zu. Morgen gibt's nichts. Mal 5 sind wir. Ja, damit haben wir zumindest eine relativ große Fläche und natürlich dann dadurch auch die Chance auf große Pflanzen. Und wir haben fast keinen Dünger mehr. Also nachdem haben wir
Wenn wir da noch 40 abziehen, haben wir 52, ne? Das heißt, wir haben fast unseren kompletten Dünger verbraucht. An 2 Tagen. Und der Frühling hat gerade angefangen und die meisten Dinge, also... Oh Mann. Kann man schon mal mit Sicherheit sagen, wir haben für den Sommer nicht genügend Dünger. Das heißt, wir sollten uns hin und wieder die Zeit auch nutzen, dass wir Bäume fällen gehen. Das werden wir brauchen. Sonst stehen wir im Sommer überhaupt ohne Dünger da. Und gerade im Sommer sollen wir ja Weizen anpflanzen. Und da lohnt sich der Dünger natürlich ganz besonders. Du stehst mal hier Wache. Vogelscheuche. Du passt hier auf und das sollte hoffentlich genügen. Und ja. Das kommt da rein, das kommt da rein. Wobei das... Ich weiß schon wieder nicht, das wäre cool, wenn man das so irgendwie bei uns gleich nachschauen könnte, was man für ein Gebäude eigentlich benötigt. Das rechtzeitig nachschauen kann. Aber wir gehen jetzt mal schlafen. Und der Part ist sicher schon längst zu Ende. Na klar. Gut, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.